Hallo Leute und willkommen hier auf Leocraft. Im letzten Part habe ich ja euch schon ein bisschen die Technik dieser Schwebebahn gezeigt. Nun wollen wir sie tatsächlich bauen. Die Materialien habe ich euch schon mal gezeigt. Und da das eh nicht vollständig war, würde ich sagen, zeige ich es jetzt nicht nochmal. Wir fangen einfach mal an zu bauen. Grundsätzlich würde ich auf jeden Fall ausreichend Platz lassen, denn das Ganze ist am Ende, je nachdem wie ihr es baut, ihr seht, kann es schon ziemlich groß werden. Deswegen fange ich jetzt einfach mal hier an, indem ich mir die Trasse, wo die Schwebebahn dann fahren soll, erstmal mit Bedrock auslege. Und zwar, wenn hier die Tür sein soll, also hier soll dann, hier, das ist die Tür, da ist dann der Eingang, müsst ihr einen Block noch nach hinten gehen, oder? War doch einer ganz, ich kann die Technik echt nicht auswendig. Ja, es war ein Block, den man nach hinten gehen muss und dann den zweiten. Also man muss einen Block nach hinten gehen und dann kann man hier schon mal das Ende draufsetzen. Das Ganze ist zwei Blöcke breit. So, das sind die Anfänger. Alles, was ich jetzt mit Bedrock mache, müsst ihr auch mit einem nicht beweglichen Material. Dafür eignet sich alles Mögliche. Einmal hier Grundgestein, dann was kann man noch nicht verschieben. Obsidian kann man nicht verschieben. Dann, was auch immer gut ist, Kisten kann man nicht verschieben, Öfen kann man nicht verschieben, aufgepasst, Werkbänke kann man verschieben und Schalkerkisten kann man zwar nicht verschieben, aber es funktioniert trotzdem nicht mit Schalkerkisten, weil die ja dann zerstört werden. Was auch noch gilt, sind diese Terrakotta-Blöcke oder auf Deutsch glasierte Keramik. Wichtig ist, sie muss glasiert sein. Also die normale geht nicht. Da habe ich jetzt ein paar Auswahl. Ihr könnt auch jeden anderen theoretisch. Endportalrahmen sind meiner Meinung nach auch nicht verschiebbar und Zaubertische auch nicht, wobei das im Survival gar nicht geht oder sehr, sehr teuer ist. So ein Block braucht ihr also für alles, was ich jetzt hier demonstrativ mit Grundgestein mache. So, als nächstes bauen wir schon mal unsere Schwebebahnkabine. Dafür brauchen wir aus dem Bereich Redstone zwei klebrige Kolben, zwei Observer oder Beobachter, dann brauchen wir drei Glowstone oder ein anderes Material. Ich empfehle hier Glowstone einfach aus dem Grund, es kann manchmal vorkommen, dass es Bugblöcke gibt. Also, das ist ein Fehler von Minecraft, der rechnet Blöcke hin, wo eigentlich keine sein sollen. Die machen im Survival auch keinen Schaden, aber sie sind trotzdem nervig. Deswegen, durch ein Lichtupdate kommen sie seltener vor. Ich denke, in einem der nächsten Updates wird hoffentlich der Fehler behoben. Also es liegt am Minecraft. Dann brauchen wir noch Schleimblöcke. Die befinden sich hier. Und zwar brauchen wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6 waren es meiner Meinung nach. Entweder 5 oder 6. Jo. So, wie wird das Ganze jetzt gebaut? Ich verlängere mir erstmal meine Trasse auf vier Blöcke, würde ich euch auch empfehlen, weil dann hat man einen klaren Anfangspunkt. Und zwar, man fängt an, indem ein Beobachter hier hinkommt, welcher zur anderen Station hin ausgerichtet wird. Dann kommt ein klebriger Kolben und zwei Schleimblöcke hin. Und dann wird das oben drüber noch einmal spiegelverkehrt gebaut. Beobachter. Na, klebriger Kolben und zwei Schleimblöcke. Jetzt ganz wichtig, die Lampe
darf hier noch nicht hinkommen, hier darf nichts hinkommen, sonst fährt euer Zug auf Nimmerwiedersehen. Dann kommt hier und hier jeweils noch ein Schleimblock. Hier kommt ein Glowstone hin. Hier auch. Und hier noch einer. Ja, damit haben wir unsere Kabine gebaut. Die wäre jetzt sogar funktionsfähig. Allerdings haben wir noch nicht die Endstation gebaut. Also deswegen würde ich euch nicht empfehlen, die jetzt schon mal zu starten. Als nächstes gehen wir zur Endstation. Wichtig dabei ist, ihr braucht keinerlei Blöcke. Allerdings ist es wichtig, ich baue das jetzt mal demonstrativ auf Sandstein, wenn ihr euch da durchbaut, also irgendwie einen Berg habt, müsst ihr den auf jeden Fall auskleiden. Und zwar so sich einfach durch den Berg bauen lassen, das geht nicht. Ganz mal davon abgesehen, dass ihr das, wenn schon, so bauen müsst, weil da ja ein Spieler durch soll. Und zwar, ihr müsst folgende Blöcke jetzt durch Grundgestein ersetzen. Oder durch einen anderen nicht verschiebbaren Block, je nachdem, ob ihr Creative oder Server. Die beiden rechten, beide unteren. Falls ihr den macht, den in der Mitte, also so leicht schräg in der Ecke. Und den unteren linken. Genau so müsst ihr es am Ende haben. Dann wird es auch funktionieren. Als nächstes geht ihr zur anderen Station. Und setzt da dann, da wo das Ende ungefähr sein soll, so 2 mal 3 Blöcke hin. Wichtig, wenn ihr hier diese Blöcke hinsetzt, müsst ihr 1, 2, 1, 2, 3, ne, 1, 2 an der dritten Position. Hier ist dann euer Ausstieg. Jetzt hoffe ich, dass ich da richtig lege, also die Blöcke nicht falsch platziert habe. Doch, habe ich also 1 nach rechts. Also euer Ausstieg ist dann hier. Und das muss hier hinten erweitert werden. Ihr könnt hier auch wieder die Trasse machen. Das sieht eigentlich dann ganz gut aus. Jetzt könnt ihr die Bahn einmal starten. Wichtig ist, überall wo Blöcke sind, müssen ja an diesen Positionen mit nicht verschiebbaren Blöcken ausgekleidet werden. Noch einen kleinen Spezialtipp für alle, die sich etwas mit Commands auskennen. Die sogenannten Barrierenblöcke gehen auch. Die sind nicht verschiebbar. Die bekommt ihr, wenn ihr die Command-Zeile öffnet und dann slash give eurem Spielername und danach Bar, nochmal Tabulator-Taste, Minecraft Barrier und dann abschicken. Dann kriegt ihr so eine Barriere. Die sind auch nicht verschiebbar und das Beste, die sind unsichtbar. Also eigentlich sollte man eine Barriere sehen, dieses Symbol, wenn ihr sie in der Hand habt. Warum das hier in dieser Welt nicht funktioniert, weiß ich nicht. Irgendwie hat es da nicht funktioniert. Stört mich aber auch nicht. So, jetzt könnt ihr eine Redstone-Lampe nehmen. Insgesamt werden wir davon auch 2 noch brauchen. Und dann hier hinsetzen, worauf sich der Zug sofort in Bewegung setzt und dann bis zum anderen Ende fahren sollte. Jetzt warten wir kurz mal ab. Jetzt ist er schon wieder da. So,
Ihr seht, hier ist der Backblock entstanden. Die kann man jetzt einfach mal durch einen Rechtsklick mit einem Item in der Hand oder durch einen Linksklick, geht beides, zerstören. Dann zerstört ihr hier oben links nochmal den Block und setzt ihn eins weiter rechts dran, denn diese Lücke muss jetzt auch wieder mit Grundgestein ausgefüllt werden, dass ich danach so ein, ja, so eine Ecke bildet. Und hier ist dann euer Ausgang. Also doch eins weiter rechts, habe ich mich doch nicht verzählt. Als nächstes könnt ihr hier den mittleren Block wieder entfernen und eine Lampe hin tun. Den Block 1 höher könnt ihr entfernen, oder? Ja. Genau, dann könnt ihr entfernen. Und ich empfehle euch auch noch hier oben dann auch noch einen Block drauf zu tun, einfach dass man hier die Technik nicht so sieht. Wir gehen so lange wieder rüber zur alten Station. Und fangen an, die zu verkabeln. Als erstes fangen wir an mit dem Bahnhof. Das ist so eine Plattform, wo man einmal von rechts kommt und nach links weggeht. Hier, das muss auch die Bedrock sein. Und das hier auch, ja. Also die Ebene der Tür, ja, machen wir das so. Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. So. Wichtig ist, es muss einen Ausgang und einen Eingang geben, sonst funktioniert dieses System hier nicht. Als nächstes nehmt ihr euch eine Druckplatte. Ob es Holz, ob Stein, ist egal. Und die wird jetzt verkabelt. Ja, der Mechanismus ist das. Ich entleere mal mein Inventar und hole die Sachen dafür. Wir brauchen dafür ordentlich Redstone. Ein paar Verstärker, ein paar Komparatoren. Noch einen x-beliebigen Block, der ist wirklich beliebig, darf verschiebbar sein, muss nicht. Dann brauchen wir Trichter und Spender und eine Fackel. So, das war's, oder? Hab ich was vergessen? Ne, für die Technik habe ich alles. Ihr greift das Signal von hier einfach mal ab, indem dann Redstone hinkommt. Dieser wird dann in einen ganz normalen Kondensator gestopft. Das Prinzip, denke ich, kennt ihr vielleicht. Dieses Bauteil ist der Kondensator. Und dann wird es nach links hin mit dem Repeater auf dem vierten Delay abgegriffen. Also ein Repeater auf dem zweiten, dritten, vierten Delay. Und das powert dann habe ich jetzt eigentlich alles richtig. Habe ich eigentlich jetzt alles richtig gemacht? Ja, doch, doch habe ich. Dieser Repeater bepowert einen Block. Ah, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ihr müsst das vorher hier eins weiterführen und dann kommt hier euer Kondensator hin.
Zack und zack. Dann hier abgegriffen, kommt hier in einen Verstärker. Der Verstärker führt in einen Block. Der Block triggert dann, wie gesagt, diesen Mechanismus und wird dann mit einer Verzögerung von weiteren 7 Delays in die Lampe geführt. Gut. Also, wir brauchen dafür eine Fackel. Einen Spender und einen Trichter, den befestigt ihr mit einem Shift-Klick. Also, dass das dann so aussieht. Dann kommt da ein Item rein. Und zwar, von dem man mehr hat, das ist egal. Hauptsache, es ist deckbar. Dann wird es nach rechts aufgegriffen, das Signal mit einem Komparator. Dann kommt da ein Verstärker dran. Dieser Verstärker muss, denke ich, auf dem... Ach, der muss, da muss gar kein Verstärker ran. Das geht in den Block und der... Ah ja, das geht in den Block und wird danach erst verstärkt. Und zwar brauchen wir jetzt insgesamt 7 Ticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt geht's über Redstone-Verbindungen nur noch hoch zur Lampe. Zack, 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 zack. Ja. So kann man das machen. Jetzt haben wir auch alles richtig gemacht. Jo. Wobei diese Führung kann man etwas besser machen. Und zwar indem man das Signal hier reinführt. So. So, jetzt ist es genauso abgebaut wie drüben. Dann kann das sogar weg. Und es funktioniert trotzdem. Abfahren kann das. Kann unsere Gondel jetzt schon. Jetzt brauchen wir als nächstes den Türmechanismus, das gelbe. Den bauen wir als nächstes. Und ich würde sagen, den bauen wir aber dann auch im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Nacht. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, Leute.